Moin moin liebe Leute, heute gibt es wieder ein leckeres Kochvideo von mir. Ich habe schon mal ein paar Zutaten aus dem Kühlschrank rausgeräumt und ganz so sicher, was ich daraus kulinarisches zaubere, bin ich mir noch nicht, aber ich denke mal, da wird sich schon was finden lassen. Wir hatten natürlich noch ein paar Salatreste. Paprika, Gurke, Lauchzwiebeln, Radieschen, Salat, Kopf, Möhrchen. Soßenmäßig werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen was mit Rahm machen. Habe hier mal einen kleinen Fertigmix dazu. Fleischmäßig wird es heute Rinderhackstück geben, gefüllt mit Hirtenkäse. Ja, schauen wir doch einfach mal. Ich würde einfach sagen, ich fange an, das Gemüse klein zu schnippeln und das Fleisch in die Pfanne zu hauen und ja, bis gleich. So, liebe Leute, wie ihr seht, habe ich das Gemüse schon mal wieder klein geschnippelt. Ist eine hübsche bunte Salatschale geworden. Die Zwiebelchen habe ich jetzt mal extra gelassen, die will ich dann in die Soße mit reinmachen. Für den Salat das Dressing, dann nehme ich jetzt einfach einen Gartenkräutermix und rühre den noch ein wenig mit Omega-3 Pflanzenöl an. So, das Fleisch brutzelt auch schön vor sich hin. Die Soße werde ich jetzt mal abgießen, diesen Bratenform. Das ist zu feucht. Ich möchte das Fleisch schön leicht von der Flamme geküsst haben. Den Fond schmeiße ich aber nicht weg, den nutzen wir nachher wieder für die Soße. Aber ich werde jetzt ein bisschen Brühe abgießen, dass das Fleisch noch ein wenig nachdunkelt. Okay. So Leute, wie ihr seht, die Salatschale ist schon fertig. Ich habe auch hier wieder ein bisschen garniert mit dem Nussmix, ein paar Gewürze drüber, ein paar Sprenkler vom Dressing. Und ja, ich denke mal, sieht ganz lecker aus. Hoffentlich schmeckt es auch so. Ja, weiter kümmere ich mich jetzt ums Fleisch. So, für die Soße nehmen wir jetzt das Pfefferrahm geschnetzelte, tun die Zwiebeln mit rein, den Schuss Cremosano und 300 ml Wasser. Das Ganze verrühren wir jetzt erstmal und dann geht es in der Pfanne weiter. So, Wasser ist jetzt schon drin. Dann kippen wir mal das Pulver schon rein. Alles rein. Weg damit. Erstmal leicht umrühren. Damit sich es erstmal in dem, na, wie nennt man es denn, im heißen Wasser löst. So, dann die Zwiebeln rein. Die Zwiebeln alle mit rein gemacht. Zack. Zack. So. Zwiebeln drin. So. Dann den Spritzer Sahne. Zack. So wäre das auch alle. Umrühren. Eine schöne Masse. So, einen großen Klecks vom Aioli habe ich jetzt auch noch mit rein. Jetzt einfach kräftig umrühren, dass sich das Ganze gut vermengt und verbindet. Wir wollen ja nicht irgendwelche Bröckchen und Klümpchen da drin haben. So.
die Klipschen habe ich jetzt rausgenommen aus der Pfanne. Den vorhin entnommenen Bratenfond habe ich wieder zurück in die Pfanne und das Ganze jetzt mit ein wenig Mehl abbinden. Einfach mit Mehl ein wenig abbinden. So, dass es nicht reinrutscht. Und dann können wir eigentlich schon, ja, das alles nochmal aufkochen lassen. Zack. Und unsere Soße rein. Und das Ganze weiter rühren und verbinden. Dass das alles eine schöne Masse wird. Und dann natürlich kurz aufköcheln lassen. Das wird dann noch ein bisschen nachdicken. Aber so ist es doch wunderbar. Genau. Nicht Zwiebel drin. Gewürze sind auch schon drin. Deswegen die ganzen schwarzen Gute hier. Pfeffer und alles. Alles drin. So, ja, man merkt schon, der Widerstand wird größer, es wird dicker. Dann würde ich sagen, jetzt noch kurz aufkochen lassen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch. Dann kann ich schon mal den Teller vorbereiten. Ich habe mich heute mal für einen schönen großen Holzteller entschieden. Habe jetzt vom Blattsalat die großen Blätter abgemacht. Unten die Mittelteile, den Strunken raus. Der ist mir ein wenig zu hart. Und ja, den Teller jetzt schon mal mit dem Salat. So, ich habe nun die vier Fleischklöpse um den Salatteller ringsrum angeordnet. So, die Pfefferrahmsoße natürlich wieder außenrum. Noch ein wenig garniert mit einem Klecks Eiersalat obendrauf und nochmal mit einer Prise Chili gewürzt. Also für mich sieht es lecker aus. Eine schöne Portion. Ja, ich meine, man könnte sagen, die Soße sieht aus wie Babydünnschiss oder Durchfall, aber nicht zu flüssig, sondern ein wenig dicker angemischt, dass man das Fleisch auch schön dippen kann. Schön zum Aufsaugen. Man kann auch super Brot dazu dippen. Ja, bin gespannt, wie es schmeckt. Aussehen tut super. Würde mich auf eure Kommentare freuen und bis zum nächsten kulinarischen Unfall. Tschüss, euer Pille.